So, hallo, wir machen weiter bei Isaac Repentance. Und letztes Mal haben wir mal wieder eine Challenge geschafft. Damit gibt es einen neuen Namen auf den Thumbnails, und zwar Pokémans. Mal gucken, wie viele Thumbnails wir mit Pokémans haben werden. Ich bin gespannt. Es fehlen im Prinzip auch im Moment nur noch zwei Challenges. Und dann haben wir erstmal alles gemacht, was hier zu machen ist. Gehen wir mal in Pokémans rein. Ich nehme an, ich kriege dieses Pokéball-Dings am Anfang. Und es gibt wahrscheinlich keine Itemräume. Ich muss bis Isaac spielen. Also Kathedrale ist mein Ziel. Oh Junge. Okay. Und wir haben auch noch gleichzeitig diese ab und zu lila Tränen. Okay. Na, das ist schon mal kein guter Startraum. Das auch nicht. Wir wollen schon, wenn, dann mit was Ordentlichem starten, nicht? Oh, Geld könnte man als was Ordentliches bezeichnen. Je nachdem, was man dann so dafür bekommt. Oh, warum nicht? Probieren wir es mal aus. Ja, und da ist dieses Ding. Ich habe vergessen, was es tut, aber es macht nichts. So, und jetzt kann ich hier mit dem Pokédings, kann ich die fangen. Das hat gut funktioniert. Oh, ich habe was anderes gefangen. Ich habe was anderes gefangen. Ich habe die Spinne da gefangen. Und die bleibt jetzt auf meiner Seite. Bis sie, glaube ich, kaputt ist. Ne? Die geht jetzt mit mir mit. Genau. Und irgendwann wird die halt auch zerstört. So, und jetzt kann ich das nächste Viech fangen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich dann mehr mitnehme oder das dann ausgetauscht wird. Okay. Hier wird erstmal noch gar nichts ausgetauscht. So. Ah ja, fangen. Ich habe nichts gefangen. Doch, ich habe was gefangen. Ach, hä? Den habe ich überhaupt nicht. Ach, oder kommt aus dem Pokéball einfach ein anderes Viech? Ich dachte, ich kann die fangen. Aus dem Pokéball kommt einfach irgendein Viech raus. Ist es so? Verstehe ich das richtig? Aus dem Pokéball kommt einfach anderes Zeug raus. Ich dachte, ich fange die Gegner. Aber ich fange die gar nicht. Ich dachte, ich fange die. Kann ich die nicht auch fangen? Nein, okay, der Ball fliegt einfach drüber und es kommt einfach dann was Neues raus. Ach so. So funktioniert der Lachs. Ja, siehst du, wusste ich wieder nicht. Wieder was gelernt. So, da haben wir jetzt die Tasche. Das heißt, bis die kaputt sind, folgen die mir. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Okay. Dann holen wir uns mal den Geheimraum. Der kann eigentlich nur hier sein. Da gibt es interessante Dinge. Unter anderem The Tower. Okay. Gut, dann können wir noch einen Pokéball beim Boss weg. Bisher haben wir alle drei. Ah ne, die kleine, die große Spinne hat sich in zwei aufgeteilt, die wurde also getroffen. Ich verstehe. Gut, aber jetzt haben wir drei Kollegen, die uns beim Boss helfen. So lange, bis die halt besiegt werden. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Das heißt, kann man dann bis zu unendlich... Okay, ja gut, der Boss hat ihn jetzt einmal komplett auseinandergenommen. Das ist natürlich ärgerlich, aber das macht gar nichts. Dann ist es ja sinnvoll, jetzt gleich den nächsten einzusetzen, ne, und nicht erst zu warten, weil dann kommt er halt einfach jetzt schon raus. Ich wähle dich, komisches Ding. Okay. Gut. Ich wurde, glaube ich, getroffen. Ich glaube, ich kann mir nochmal ein Herz holen. Sehe ich das richtig? Nö, okay, ich bin wieder voll. Gut. Weiter geht's. Ja, wir bekommen natürlich keinen zusätzlichen Itemraum. Das heißt, wir müssen uns mit Satan oder Angel Deals zufrieden geben. Und halt solchen Räumen, aber jetzt natürlich nicht. Jetzt gehen wir erstmal auf den Satan Deal. Ich habe es mittlerweile hoffentlich richtig verstanden. Ich kann in den Satan Raum reingehen. Und da passiert erstmal nichts. Erst wenn ich einen Deal mache, dann senkt das die Chance auf den Angel. Selbst wenn ich das Krampus-Item einsammle, ist das kein Deal, falls Krampus auftauchen sollte.
Soweit denke ich, habe ich es jetzt verstanden. So, und da kommt der nächste Kollege. Na, dann rufe ich die lieber gleich in den Räumen, wo es ruhig ist und nicht erst in dem Raum, wo die Gegner sind. Dann habe ich da, oh, muss ich mich da nicht rumhetzen. So, dann gucken wir mal, was es hier Hübsches im Shop gibt. Ja, nö. Kann man alles behalten. Sind wir umsonst in den Shop gegangen, aber macht nichts. Jo. Und da geht direkt nächste Kollege schon los. Ah, das ist meiner. Okay. Sehr gut. Weiß ich nicht, ob meine Bomben die auch verletzen. Ich hoffe nicht. Aber ich werde es jetzt hier auch nicht probieren, weil hier ist eh nicht wirklich was, was ich sprengen würde. So, aber ich kann gleich den nächsten holen. Da haben wir schon 4 Kollegen. Yo! Okay. Also das sind vor allem auch echt coole Kollegen, die man da jetzt hat. Problem wird nur sein, irgendwann werde ich einfach nicht mehr wissen, wer ist meiner, wer nicht. Und dann schieße ich einfach auf die falschen und werde von den richtigen getroffen. So, so wird es kommen. Okay, hier könnte der Geheimraum sein und hier. Ach, verdammt. Ach! Ich hasse es, wenn das passiert. Okay, wir holen mal noch ein paar mehr Kollegen ins Spiel. Na, warum nicht? Wir holen mal noch ein paar mehr Kollegen ins Spiel. Ah, ich hätte schon werfen können. Das war doof. Nein, er ist einfach da reingelaufen. Damit hat er sich schon verabschiedet. Das ist natürlich auch blöde. Aber was soll's. So, guck mal, jetzt haben wir schon... Oh, er spawnt auch noch mehrere von den Dingern. Der ist ja super gut. Ja, mach bitte mehr davon. Ich warte einfach noch ein bisschen. Ist in Ordnung. Ja, mach einfach mehr. Wie viel machst du so? Ja, 5 ist okay. Es sind 4. Der macht keine mehr, oder? Kannst du noch eine herstellen? Das ist 4 Maximum. Ich glaube, jetzt macht er keine mehr. Ja, 4 ist sein Maximum. Okay. Coole Sache. Jetzt hat er noch einen gemacht. Oder ist der andere draufgegangen? Wahrscheinlich ist der andere draufgegangen. Habe ich jetzt 4 oder 5? Ja, jetzt habe ich mehrere. Okay, er macht mehrere. Yo. Wie viel kannst du so? Mach noch mehr. Okay, er ist in Ordnung. Ah, der ist ja richtig produktiv drauf. Wollen wir in den Arcade? Ich würde noch nicht in die Arcade gehen. Ich denke, wir kriegen noch genug Arcades. Ich würde erstmal auf Shops versuchen zu gehen. Ist jetzt ein bisschen schwierig so zu entscheiden, ne? Aber ich würde jetzt noch nicht in der Arcade gehen. Wir gehen mal weiter. Wir gucken mal, was kommt. Bisher wurden wir ja nicht getroffen, das heißt, Satan-Deal ist 100%. Ja, hat sich auch dann schon erledigt mit den Kollegen hier. Okay, cool. Was haben wir hier? Wir haben Deals. Die gehen wir nicht ein. Und damit... Oh, ich werde hier gerade getroffen von Sachen. Ups. Und damit sollten wir jetzt dann also für die nächsten Räume... Ich weiß, das ist, ne, links auf Satan, aber nee. Ich will ja auf den Angel-Raum gehen. So. Jetzt kann ich noch den Stachelraum kurz aber schnell fix besuchen. Okay. Okay. Das nehmen wir doch mit. Hat jetzt zwar dann insgesamt, glaube ich, nichts gebracht, aber ist halt ein blaues Herz, was mich einen Hit zumindest vor Treffern schützt. Also vor Rotherzschaden. Okay. Jo, aber die haben den Boss so schnell zur Schnecke gemacht. Der Pokéball ist ja übelst nice. Also, ne? Ich meine, ich gehe in den Raum und der Boss war kaputt. Ich habe kaum was machen können. Sollen wir aber recht sein. Hier gleich der nächste Pokéball. Okay, vielleicht sollte ich erstmal kämpfen. Oh, wow, jetzt habe ich noch so ein Auge dabei. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer meiner ist. Hier ist down, ist nicht so nice, aber ist okay.
Jetzt habe ich nicht auf die Chance geachtet. Ich wurde aber gerade getroffen, deswegen ist die Chance sowieso runtergegangen. Ne? Das ist natürlich doof jetzt. Wieder. Oh Gott, jetzt muss ich... Freunde! Kann jemand von euch das mal drücken? Kann jemand da runter und das drücken? Oh nein, die werden getroffen! Ich muss hier schnell raus. Solange ich in dem Raum bin... Nein, die werden alle erledigt! Nu! So ein Raum ist tödlich für den Pokéball. Die haben sich einfach... Oh mein Gott, der hat einfach alle erledigt. Das ist ja übelst böse. Aua. Das ist ja übelst böse. Oh, solche Räume sind frech. So, das Fragezeichen holen wir uns, weil ich neugierig bin. Ach ja, okay. Was macht der Char? Ich kann es nicht einsetzen. Ist es dann Saves Your Life? Ist es dann so wie so eine Fee, dass wenn ich sterbe, würde der losgehen? Weil ich will ja meinen Pokéball weiterhin behalten. Ja, wahrscheinlich ist es so eine Fee, dass wenn ich sterbe, belebt die mich wieder oder sowas. Keine Ahnung. Aber jetzt habe ich das gekauft und nutze es nicht. Natürlich auch blöd. Ist natürlich richtig blöd, aber was soll's. Okay, da kommt so eine Spinne raus. Die geht, glaube ich, recht schnell kaputt, wenn ich Pech habe. Weil die halt auf Gegnerkontakt nur angreifen kann. Oh, okay. Der Typ. Der könnte recht gut sein. Schadenstechnisch so. Okay, aber wir können schon wieder werfen. Oh, ein Engel. Oh, da komme ich ran. Okay, es tut meinen Gegnern nichts. Meinen Kumpels. Oh, zwei Pillen. Ah, eine Amnesia-Pille. Und eine Lackdown. Mensch, pillentechnisch bin ich heute nicht so. Habe ich heute nicht so das Glück, ne? Okay. Der könnte jetzt blöd sein, weil wenn er sich auffällt, dass der meine ganzen Gegner, meine ganzen Leute... Ja, der nimmt die auseinander. Ugh. Nicht so cool. Aber wieso lädt sich das eigentlich zwischendurch? Habe ich irgendein Item, was dafür sorgt, dass sich... Oh, cool. Toll. Habe ich... Oh, nice! Habe ich gar nicht gesehen, dass so ein blauer Stein ist. Logischerweise habe ich es nicht gesehen, weil ich bin. Aber habe ich irgendwo... einen Effekt drin, dass sich der schneller auflädt, der Pokéball? Weil normalerweise dachte ich so pro Raum, aber der geht ja schneller hoch, als ich gucken kann. Der geht ja irgendwie mit jedem besiegten Gegner teilweise schon hoch. Okay, jetzt braucht er den ganzen Raum. Huh. Oh, nice. Stimmt, jetzt tauchen ja die neuen auch auf. Eigentlich ist es jetzt schon wieder cooler, wenn man es in diesem Isaac erst macht, als in Repentance, weil jetzt noch die ganz neuen Gegner mit auftauchen können. Das ist schon cool. Ah, mein Gott, ich lasse mich halt wieder treffen. Weil ich wieder nicht weiß, was von mir ist und was von den anderen. Cool. Und der nächste. Yo. So, blaue Steine. Ich sehe halt auch... Also so sehe ich noch weniger die blauen Steine als vorher. Das ist ein bisschen schlecht. Guck mal da, jetzt hat er sich einfach direkt aufgeladen. Weil ich wahrscheinlich... Weil einer getroffen hat oder... Wenn meine Gegner vielleicht... Also wenn meine Kollegen einen erledigen, dass er sich dann schneller auflädt, könnte auch sein. Ich gucke jetzt auch nicht nach. Ich lese den jetzt nicht. Aber guckt euch die Menge an. Ich darf jetzt halt nicht in so einen Raum kommen, der automatisch Zeug schießt und ich nicht schnell genug rauskomme. Okay, da ist der Boss. Nice. Angel Deal. Show. Okay, die Trollbomben erledigen die natürlich auch. Ah, das ist ärgerlich. Ah, das ist ärgerlich. Okay, Angel Deal Chance ist 4,5%. Es wird wahrscheinlich nichts, aber wir gehen rein. Guck mal, jetzt kann ich direkt den nächsten. Ups. Und schon wieder den nächsten. Hä, lol. Und schon wieder den nächsten. Wahrscheinlich, wenn die anderen einen angreifen. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wann der sich auflädt. Auf jeden Fall. Ja, guck mal,
direkt der Nächste. Mir soll es recht sein, ich schmeiß einfach, sobald er sich aufgeladen hat, schmeiß ich einfach. Und freue mich wie Bolle. So machen wir's. Komm, Engelraum. Schade. Aber. Schöne Items. Vor allem auch jetzt gut für den. Für den Dings. Für den Stachelraum. Zum Besuchen. Wo war er denn? Oh, da war er nicht. Oh nee, der wird jetzt erstmal hier meine Typen erledigen. Ja, alles weg. Alle weg. So schnell geht's. Aber was soll's. Aber was soll's. Ich habe gar niemanden mehr. Jetzt habe ich den wieder. Ja, komm, hau mir mal ein paar Freunde hin. Ja, sehr nice. Mach mal mehr davon. Machst du noch mehr? Nee, ist erst okay. Ist erstmal okay. Hast genug gehustet. Ist in Ordnung. Hast genug gehustet. Hast ja recht. Erstmal ausruhen, ne? War hier der Stachelraum? Ja, da war der Stachelraum. Oh, nice. Zwei Truhen. Könnte cool sein. Nein, geht weg, geht weg, geht weg, ihr Doofköpfe! Kannst du wieder husten? Ich habe meine Freunde verloren. Okay. Ach ja. Okay, er spawnt jetzt die Fliegen. Ist auch in Ordnung. Ist auch schön. Fliegen spawnen, auch schöne Sache. Alter. Fast schon ein bisschen eklig, wie das so viele Fliegen auf einem Haufen. Also, gut, was soll's. So, gehen wir raus, hauen wir ab. Ich könnte noch Geheimraum. Er könnte halt hier sein. Oder war da oben was? Da war, nein, da war drüber ein Raum. Nee. Nee, ich lasse es mal. Alter, dieses Geräusch. Holy shit, so viele Fliegen. Zzz. Ja, ist ja gut. Zzz, ich hab's verstanden. Oh mein Gott. So, da können wir auf jeden Fall gleich eine Bombe setzen. Hanged Man, nice, nice, nice. Den werde ich auf jeden Fall eher mitnehmen. Achso, ja, dann setze ich ab jetzt hier mal einfach fix eine Tower ein und hoffe, dass die Pilze mir schöne Explosionen bringen. Infested, okay. Hat sonst noch irgendwas Cooles explodiert? Nö. Na gut. Das war ein Versuch. Oh, schon wieder dieser Raum. Der hat mich vor ein bisschen geärgert. Aber jetzt habe ich so viele Fliegen. Die gehen einfach durch. Die marschieren einfach durch. Die kennen keinen Morgen mehr. So. Da ist schon die nächste Arcade. Das ist das, was ich meinte. Aber das ist jetzt nicht so ganz mein Raum, weil da ist immer diese Mitte. Ja. Genau sowas habe ich befürchtet. Durch die Explosion reiße ich jetzt alle mit. Alle meine Kollegen. Blöd. Naja. Naja, wir warten lieber auf den Shop wieder. Da ist er. Oh nein, noch mehr Explosionsviecher. Und die reißen wieder alle meine Kollegen in die Luft. Ah, oder mich. Wahlweise auch einfach mich selbst. Okay. Naja. Shop. Nie kann ich mir merken, was dieses Ding ist. Und immer wenn ich es kaufe, glaube ich, dass es dann doch Quatsch war. Das gucke ich jetzt schnell nach. Ich habe das schon so oft gekauft. Und immer denke ich danach, dass es Quatsch war, glaube ich. Ich glaube, dass es Quatsch war. Aber vielleicht ist es auch genau umgekehrt und ich denke jetzt, dass ich denke, dass es Quatsch war und es war gar kein Quatsch. So, du bist eines der ersten Items, glaube ich, gewesen, oder? Oder bist du zumindest ein Afterbirth-Item? Ja, du bist ein Afterbirth-Item. Double Item Vision. Ach, ist ein Active Item. Ja, nee. One-Time Use. Ach, das dupliziert Pedestal Items im Raum. Ach so.
Und dann können die umsonst genommen werden. In einem Shop zum Beispiel. Ah, okay, so doof ist es gar nicht. Sollten wir den Engelraum bekommen? Ach so, nee, weiß jetzt gar nicht, ob ich dann rausgehen kann und nochmal reingehen kann. Da hier kein anderes Pedestal-Item ist, ist es Quatsch, das jetzt zu holen auf jeden Fall. Ich habe jetzt eh schon wieder die Chance vertan auf den... Ach, scheiß drauf. Ich tue schon wieder viel zu lange rum. So, wo komme ich jetzt hier eigentlich weiter? Ich bin komplett falsch gelaufen bisher. Jetzt haben wir wieder fast nichts. Also, es geht so schnell, wie die Typen kommen, so schnell verschwinden sie auch. Muss man leider sagen. Nee, ach man, dass ich, Alter, den habe ich nicht mehr gesehen. Den habe ich nicht mehr gesehen, ne? Frech. Okay. Jetzt wird mich aber was brennend interessieren. Wenn ich jetzt so einen Typ dabei habe, kann er mir den Geheimraum freisprengen? Kannst du mal hier hochspringen? Kannst du mal... Hallo? Kannst du mal hier hoch? Kannst du mal hier... Kann er nicht. Ah, vor allem wirft er nur... Achso, der... Ja, wirf doch mal da hoch. Hier, hier, hier hoch. Hier hoch. Hier. Hier hoch. Ja, noch mal ein bisschen rüber. Bisschen weiter rüber. Ach, dann lass es halt. Wäre es überhaupt passend für einen Geheimraum? Ah, nee. Wäre sogar Quatsch. Okay, da war es auch Quatsch. Okay, aber jetzt kann er mal hier in die Ecke sprengen. So, spreng mal hier in die Ecke. Da, okay, er kann Steine kann er auf jeden Fall kaputt sprengen. Dann kann er bestimmt noch den Geheimraum aufsprengen. Hier, spreng mal hier in die Ecke. Kriegst du hin? Hier in die Ecke? Weiter? Nee. Ich glaube nicht. Spreng ich selber. Ich bin so dumm. Ich sehe es jetzt erst, dass das gar nicht passen konnte. Oh Gott, war das Schwachsinn. Sorry. Er war schlau. Er wusste, dass da gar kein Geheimraum sein kann, ne? Er war schlau genug. Ich nicht. Er hat sich gedacht, was will der Typ von mir? Da spreng ich gar nicht hin. Da ist nix. Ja, weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Tatsächlich. Aber hier. Ach, dann nicht. Mann. So, einen Raum gehen wir noch. Noch ein Viech dazu holen und dann gehen wir Boss. Ach, jetzt wurde ich auch noch getroffen. So. Ich wollte ein Viech dazu holen. Ich glaube, jetzt habe ich eins verloren. Gehen wir noch in den Raum. Oh, okay. Der ist auch ganz interessant. Wieso bin ich denn so blöd und lass mich von so einem Blödsinn treffen? Mein Gott. Aber guck mal, hier lädt sich jetzt wieder viel schneller das Ding auf. Aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht schaue ich doch mal nach, wie der sich auflädt, dass ich das Konzept verstehe. Dann kann ich nämlich dafür sorgen, vielleicht, dass er sich schneller auflädt. Es hat ja offenbar wirklich nichts mit Raumschaffen zu tun. Also Raumschaffen gehört dazu, aber nicht nur. Jetzt ist er schon wieder aufgeladen. Jetzt ist er wieder aufgeladen. Wie viel haben wir jetzt, Kollegen? Ich glaube, weniger als vorher. Ja, stabil. Also so ganz geht mein Konzept nicht auf. Kommt der Pin wieder irgendwo raus? Da weiß man nicht, wo der rauskommt. Das ist immer frech. Dann springt er einem einfach ins Gesicht rein. Wo ist er denn jetzt? Da unten. Okay. Ah, nice. Hat einen Schlüssel gegeben. Finde ich gut. So. Haben wir noch Herzen irgendwo rumfliegen? Oh je. Nicht so günstig. Naja, wird schon schief gehen. Let's go.
Okay, der sollte eigentlich kein allzu großes Problem darstellen. Wenn ich nicht kompletten Müll mache, so wie hier. Oh nein! Ich will das nicht. Oh shit, das Viech habe ich komplett vergessen. Ach, das war schlecht. Ach, das war schlecht. Aber interessantes Item. Jetzt gucke ich trotzdem kurz nach, wie der sich auflädt. Dass ich das verstehe für den nächsten One. Das war jetzt doof. Das war jetzt sehr antiklimatisch mal wieder. Ich hätte erst in den Shop gehen sollen, ich hätte was kaufen sollen. Irgendwie wollte ich nicht, ich weiß nicht. War ein bisschen blöd. Gib's zu, war ein bisschen blöd. So, wo ist der Pokéball? Pokéball, wo bist du? Du bist doch ein Rebirth. Quatsch, Afterbirth. Item bist du doch. Ich muss dich doch da finden. Kannst doch nicht ewig weit weg sein. Da ist du. Friendly Ball heißt er. When used, can be thrown at enemies to capture them. Hä? Ich hab den nicht ge... Hä? After capturing an enemy, the next use of the friendly ball, we spawn the same enemy. Ja, ich hab ihn ja nicht gefangen. Ich wollte ihn ja fangen. Ich capture die überhaupt nicht. Es kommt einfach direkt einer raus. Can be thrown at enemies to capture them. Ja, aber ich habe die nicht gefangen. Es kamen einfach so viel heraus. Ich meine, es soll mir recht sein. After capturing the next use of the friendly ball will respawn the same enemy as a friendly companion. Also eigentlich kann man es erst capturen, dann nochmal werfen. Und dann kommt der erst raus. Da steht auch jetzt nichts dort, wie man den reloaden kann. Huh. Okay. Ich hab's nicht ganz verstanden. Aber, ja. Also da steht, ich muss... Okay, ganz merkwürdig. Hä? Können wir das nochmal kurz testen? Also ich werfe ihn und es kommt ein Viech raus. Aber so ist es nicht beschrieben. Okay. Da scheint die Beschreibung nicht zu passen. Mir ist recht, wenn das so funktioniert. Wir machen nächstes Mal hier weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.